dramatische Situation in Aachen, Elfmeter Günther Pohl. Ja, und Christoph Dabrowski beschwert sich da zu Recht, denn das war für mich kein Elfmeter, aber wie ungeschickt Marcel Maltritz sich dort auch im Zweikampf verhalten hat. Schiedsrichter Dr. Felix Brüch zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt und die VfL-Spieler beschweren sich da reihenweise. Benny Auer gefoult von Marcel Maltritz. So soll es gewesen sein in der 61. Minute und der Schiedsrichter zögerte keine Sekunde, eine knallharte Entscheidung gegen den VfL und Höger läuft an und Lutheld, ja Wahnsinn, Lute pariert den Elfmeter von Höger in der 61. Minute und was haben wir da für einen klasse Goalie, aber die Aachener noch mal heiß und Lute mit den Fäusten draußen und er gibt wieder Elfmeter, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Lute klärt und der kriegt dann noch die gelbe Karte. Also jetzt wird es hier zu einem handfesten Skandal auf den Tivoli. Lute geht dort, als der Ball kommt, mit beiden Händen zum Ball. Und der Schiedsrichter zeigt, nachdem der Aachener zum Boden geht, auf den Elfmeterpunkt. Das habe ich im Fußball noch nicht erlebt. Innerhalb von 60 Sekunden zwei Elfmeter, gelbe Karte für Lute und die 3000 Bochumer Fans, die sind außer Rand und Band hier. Das kann ja nicht wahr sein. Dr. Felix Brüch zeigt hier erneut auf den Elfmeterpunkt. Unfassbar. Unfassbar. Da kommt eine Flanke nach dem abgewehrten Elfmeter rein. Lute geht wie jeder Torhüter mit beiden Händen zum Ball. Der Aachener, die Nummer 43, das ist Fadi. Der macht dort noch auf verletzt, lacht sich dort halb kaputt. Und die Benny Auer legt sich den Ball auf den Elfmeterpunkt. Also das ist jetzt hier ein Tollhaus. Das werden wir uns natürlich dann nochmal im Fernsehen ansehen. Aber wenn ein Torhüter klar den Ball trifft und klar den Ball spielt, aber jetzt gibt es Elfmeter. Und Benny Auer, der Kapitän, 16 Mal hat er getroffen. Und Andreas Lute geschockt und kann das. Und der nächste Elfmeter ist nicht drin. Und der Nachschuss ist auch nicht drin. Der Nachschuss ist auch nicht drin. Das gibt es ja gar nicht. Lute und die Unterkante der Latte. Hervorragend. Das gibt es nicht. Ich brauche eine Pause, 63 Minuten, der VfL, er führt mit 2:1, zurück ins Studio. Schönen Dank, Günther Pohl, gönn dir deine Pause und wenn du mich fragst, das gibt's wirklich nicht. Unglaublich.